Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier von Man of War 2. Weiter geht's in dieser doch ziemlich extremen Mission bisher. Wäre vielleicht nicht so extrem gewesen, weil wir uns von Anfang an ein bisschen anders aufgestellt haben, aber im Nachhinein ist immer gut zu reden. Wir waren mittendrin und wussten dann zum Schluss irgendwann, oder mittendrin eigentlich, wussten wir nicht mehr, wo wir jetzt hingehen sollen. Links und rechts kamen Angriffe, man sieht da unten sogar noch die Pfeile. Die haben uns in die Zange genommen, mittlerweile wir, aber sie. Denn guck mal einer an, wo die Front gerade verläuft, nämlich hier. Problem ist nur, wir haben jetzt da noch ein paar Leute, mit denen ich mich ein bisschen auseinandersetzen muss. Leider Gottes können wir keine Panzer holen, denn wir haben 59 gerade in Einheit, also gerade hier dabei, 59 Leute oder 59 Punkte und können aber nur 50 nutzen. Das heißt, wir haben noch ein paar auf Reserve. Wir hätten noch einen T26, noch 5 Schützen, dann hier nochmal 2 BT7, nochmal 10 von der Infanterie. Hier überhaupt nochmal 2 BT-7 und nochmal 2 T-28 und noch 15 Schützen. Aber wir haben jetzt schon zu viele auf der Karte. Und ich glaube, wenn ich mich ein bisschen daran gewöhne, mit den Ressourcen, die ich habe, ein bisschen offener umzugehen, denn ich habe ja bis jetzt versucht, alles zu behalten, was ich irgendwie hatte, kaum, ja, dass ein Panzer nicht beschädigt wird und ein paar Leute verlieren wir, aber bitte nicht zu viel. Wir haben trotzdem noch so viele auf Reserve. Wenn wir ein bisschen offensiver spielen, ich denke mal, dann klappt das trotzdem ganz gut, dass wir da um die Runden kommen, auch wenn wir hier im härtesten Schwierigkeitsgrad im Epischen unterwegs sind. Aber jetzt haben wir ein ganz anderes Problem gerade. Das können wir uns für die Zukunft aufsparen. Dieses offenere Spielen. Huch, was ist jetzt los? Aha. Match abgeschlossen? Wie? Ich habe gar nichts gemacht? Keine Sitzungsanfrage für zu lange Zeit. Aha, da hat er mich wohl rausgeschmissen. Fortfahren, Spiel laden. 17.08 Uhr, na gut, das war gerade eben erst. Ja, da laden wir mal. Laden wir das mal. Ich glaube, ich habe nicht in die Pause gedrückt, deswegen hat er mich jetzt hier aus dem Server gehaut. Weil wir komischerweise irgendwie auf einem Server sind. Was ich nicht ganz genau verstehe, wir sind ja im Singleplayer, aber wir sind irgendwie auf einem Server. Keine Ahnung, das ist ein bisschen mysteriös aufgebaut hier, aber macht nichts. Macht nichts, macht nichts. Wir haben zum Glück nicht viel verloren. Ich glaube, ich habe gerade eben noch gespeichert. Ich habe es nämlich noch gesagt in der Quatschpause. Wir sind ja natürlich live auf Twitch wieder hier beim Streamen gerade und ich nehme das Ganze auf für YouTube. Ich habe es gerade noch in der Quatschpause gesagt. Ich habe vergessen, in den Pausemodus zu gehen, also das Ganze hier zu pausieren. Wahrscheinlich hat das Spiel gedacht, er ist gar nicht mehr hier. Und hat sich einfach mal kurzerhand dafür entschieden, ja, gehen wir ins Hauptmenü. So. Den haben wir nicht mehr, oder? Nee. So, die verziehen sich da rein, alles klar. Na gut, dann brauchen wir den zweiten Schützentrupp und der ist hier. Oder theoretisch könnte man den vielleicht auch mal hier aufstellen, das wäre auch eine gute Idee, denke ich. Und die vielleicht einfach von hier feuern lassen. Und die hier lassen wir dafür wieder raus. Hoppla. So. Und die sollen dafür da rein. Heieiei. Nicht mehr so viel am Leben da von dem Trupp. Aber da kommen jetzt eben die hier ins Spiel. Einsteigen können sie ja leider nicht, was sehr schade ist. Ach du! Boah, du Scheiße! Boah, guck mal, wie viele da noch sind. Boah! Damit habe ich nicht gerechnet, dass da noch so viele sind. Okay, da drüben geht's gerade auch ordentlich ab, das freut mich. Eieieiei, damit habe ich nicht gerechnet, dass da noch so viele sind. Was macht denn der Mörser? Der ist entdeckt? Wie das? Ah, warte mal, guck mal, jetzt nachdem die zu zweit sind,
kann der nämlich auch endlich mal ein bisschen schießen. Na Gott sei Dank, dann kann er ja vielleicht mal hier so in diese Umgebung schießen, oder? Warum auch nicht? Mal gucken, ob das was wird. Wollte gerade sagen, ich sehe die Schüsse irgendwie nicht einschlagen. Na, endlich funktioniert dieses Ding. So lange haben wir versucht, mit dem Mörser irgendwas hinzubekommen und es hat nie hingehauen. Gut, ich glaube, der lädt gerade nach. Hat nur noch eine einzige. Gucken wir mal ganz kurz. Jo, der holt sich neue Munition. Und dann schießt er hoffentlich weiter. Dem hat einfach nur noch eine Besatzung gefehlt. Hoppla, ich bin schon wieder im großen Modus. Das wollte ich gar nicht. Schießt er? Wir sind noch nicht fertig da hinten, meine Freunde. Okay, man hört sie schießen. Das dauert natürlich lang, bis die Kugeln hier einprasseln. Sehr gut, der nächste weg. Und ich ziehe natürlich mit Absicht ein bisschen weiter da nach oben, damit ich die da hinten eliminieren kann. Und nicht unbedingt dann einer aufs Gebäude oder so fällt. Ein bisschen weiter hinten noch wäre gut. Ja, nicht so weit. Gut, das war's. Na gut. So, ich würde sagen, sicher ist sicher. Wir speichern das Ganze mal. Ich bin nämlich gerade im Überlegen. Wir hätten hier unten auch noch ein bisschen so eine kleine Deckung. Ob wir den nicht mal abziehen. Und dann nach unten gehen lassen. Na, Scheiße. Scheiße. Wieder zwei eliminiert. Da sind immer noch so viele. Unglaublich. Okay, wir müssen nochmal mit dem Mörser hier draufhauen. Hätte ich nicht gedacht, dass da immer noch so viele sind. Ich hoffe nur, wir treffen unsere eigenen Leute nicht, aber die sind eh ziemlich weit weg. Und dass gerade da am Rand noch so viele von denen sind. Unglaublich. Na, schauen wir mal, was die im Endeffekt hier treffen. So, die zwei sollen mal rauskommen. Sind ja eh nicht mehr viele. Komm. Sehr gut. Das funktioniert zumindest. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie theoretisch mit einem einzigen danach vorrücken. Und dann eine Linie draus machen. Ich speichere mal. Denn dann, wenn das unser Gebiet ist, sollten automatisch alle hier aufgedeckt werden.
Ja, jetzt sowieso gerade Schießverbot. Ah, leg dich hin. Okay, die Front ändert sich, je nachdem, wo eben noch welche sitzen. Eh klar, weil die natürlich hier auch einen kleinen Brückenkopf halten. Aber nochmal mit der Artillerie reinzuschießen, ist das wirklich gut? Ich weiß es nicht. Ich sehe noch zwei von denen. Können die den unter Feuer nehmen? So genau. Na komm, einmal noch. Okay, der ist zumindest schon mal ein bisschen getroffen, der andere. Ich hoffe nur, das trifft nicht unsere eigenen Leute, aber man sieht schon, die Front verschiebt sich. Das sind nicht mehr viele da hinten, das sind nicht mehr viele. Weg ist er. Ist jetzt noch mehr übrig? Da muss noch irgendjemand sein. Die Front ist noch nicht fertig. Da muss noch irgendwo jemand sein. Was ist das für eine Stellung hier? Keine Ahnung. So, na Gott sei Dank, jetzt haben wir's. Halleluja. Halleluja, das war ja mal eine Nummer. Boah. Ne, versammelt euch mal dort, alles gut. Stellen wir die mal hier hin und die zwei, was noch hier übrig sind, stellen wir auch mal dorthin. Find's ein bisschen schade, dass wir die Truppen jetzt hier nicht zum Beispiel kombinieren können. Warum brauche ich einen Schützentrupp mit drei Leuten und einen mit zwei Leuten? Okay, der BM-27 geht wieder ab da hinten gerade. Was macht er denn? Sind da schon wieder neue? Da kann ja eh noch niemand mehr am Leben sein. Das gibt's ja nicht. Wobei, der knallt immer noch wen ab. Krass. Mein eigentlicher Plan wäre jetzt mal gewesen, nämlich... mit den Leuten... Wie viele sind's denn noch? Warum sind da nur vier? Nein, sind die fünf. Mit den Leuten hier so entlang zu spazieren. Bis wir schlussendlich dort vorne rauskommen. Und dann können wir nämlich weitermachen auf der anderen Seite. Dann ist dieses Flussufer in unserer Hand. Und das sehen wir ja. Es ist weit und breit kein Feind mehr. Jetzt läuft's, schreibt Kratos, definitiv. Alter, was der da hinten niederballert, das ist unglaublich. Guck mal, wir bräuchten nämlich diesen ganzen Teil hier nicht einnehmen, weil das erübrigt sich, wenn wir es irgendwie darüber schaffen. Wobei dort auch noch Leute sein könnten, eh klar. Und wir haben leider Gottes keinen Panzer auf der Seite hier. Aber das macht nichts. Wir haben die Panzer auf der anderen Seite. Und wenn wir hier irgendwas entdecken, dann werden uns die Panzer definitiv helfen. So, und jetzt sollten wir vielleicht ein bisschen ruhiger vorgehen. Denn da könnten theoretisch wirklich noch welche stehen. Auch wenn ich mir das schwer vorstellen kann. Super. Das Gebiet verkleinert sich, weil hier ist niemand mehr. Oder?
Schau mal, was wir hier gefunden haben, Freunde. Na, guck mal einer an. Da können wir ja ruhig schon mit dem Mörser reinschießen. Irgendetwas steht hier drin. Denn alles drumherum gehört uns, nur der Teil nicht. Das heißt, da drin sind die Feinde. Das ist der große Vorteil. Wir können die so ausgrenzen. Weil wir jetzt genau wissen, irgendwo da drin sind welche. Und wenn es wahrscheinlich nur ein einziger sein wird. Und das ist natürlich jetzt eine große Frage, wo der eine Einzelne ist. Okay, der BM-37 macht da drüben wieder weiter. Okay, wir haben's. Das war's. Passt. Hat sich erübrigt, sehr gut. So, dann ab in den Schützengraben mit euch. Ihr habt getan, was ihr konntet. Es ist nur noch die Hälfte von euch übrig, aber das macht nichts. Ihr habt definitiv alles getan, was ihr konntet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt sind wir wieder an der Reihe. Jetzt sind wir wieder an der Reihe. So. Panzer voraus. Aha. Ja, diese Formation gefällt mir ziemlich, ziemlich gut, muss ich zugeben. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich nicht diesen Fünfer-Trupp... Das waren ja die, oder? ...nicht sogar darüber hole. Um die Front hier zu durchschneiden. Und um gleichzeitig aufzudecken, wo noch jemand sein könnte. Denn sobald wir jemanden aufdecken, und das ist der große Vorteil, wenn hier fünf Panzer in der Gegend rumstehen, sobald wir jemanden aufdecken, ist er weg. Weil die Panzer die natürlich auch entdecken werden. Wir hätten die theoretisch noch in den Tarnmodus geben können, das machen wir vielleicht nochmal ganz kurz. Einfach nur sicherheitshalber. Und dann schauen wir mal, wo die sich hier noch so verstreut haben. Theoretisch könnte da auch irgendjemand sein im Blockholzgebäude. Wobei, sieht jetzt nicht unbedingt danach aus. So, jetzt ist die Frage, wie sieht's aus? Passt. Ich wollte gerade sagen, wir müssen vielleicht wieder ganz zurück, müssen wir nicht. Alles klar, hat sich schon erledigt. So, dann stellen wir uns mal hier auf. Die Kessel haben sich mittlerweile gebildet, sehr gut. So. Und dann rücken wir weiter vor. Wir kennen uns mittlerweile in diesem Gebiet aus, weil das Lehmgebäude da drüben ist unter Kontrolle von unseren Leuten. Da haben ja wir unseren Brückenkopf. Mhm. Noch weiter vor. So, unsere Truppen gehen schon mal ein bisschen aus dem Weg, das freut mich. Und irgendetwas ist da hinten noch, definitiv. Irgendetwas guckt uns da noch an. Aber was? Okay, da ist noch der Panzer mit dabei, aber den will ich eigentlich gar nicht. Oh je, Menena, gut, schicken wir den einen mal weiter vor. Es reicht ja theoretisch, wenn der einer weiter vorgeht. Irgendjemand halt, der die Front ein bisschen vorantreibt. Und vielleicht mal nachgucken, wo noch irgendjemand ist. Guck mal, das sind die Geschütze von denen. Die sind tatsächlich alle noch da.
Wir könnten mit denen tatsächlich noch was anfangen. Cool. Bringt uns das vieles eine andere Frage? Ich denke eher nicht. Начать марш-бросок. Aber wo könnten denn hier noch welche sein, sag mal? Пехота может. Все. Fahren wir mal nur mit den 3 Panzern weiter vor. Und schicken wir die 2 mal nach da unten. Achso, wollte ich gerade sagen, da ist jemand. Kratos muss leider weg, Sandsäcke füllen. Eine Sache, die jetzt getan werden muss, auf jeden Fall bei diesen Unwettern. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Unterstützung. Auch hier beim Zuschauen natürlich. Wünsche dir viel Glück, alles Gute und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. So, gehen wir mal mit ihm da runter. Passt. Gehört uns. Schön. Aber wo sind hier noch welche? Das gibt's ja nicht. Das 67. Panzerregiment muss über den Fluss ans Ufer gelangen. An unser Ufer gelangen. Wir haben doch mittlerweile fast alles aufgedeckt. Wo kann denn noch irgendjemand sein hier? Oder was ist das Ziel? Was fehlt noch? Sagen wir mal so. Sind tatsächlich da hinten noch irgendwelche? Na gut, da ist theoretisch noch ein Lager. Vielleicht sind dort wirklich noch welche. Gegen den Dammbruch muss Kratos Sandsäcke füllen. Ja, die Unwetter haben Österreich schwer getroffen. Das auf jeden Fall. Ich bin zwar in Wien, da hat mich das nicht so sehr betroffen, weil wir doch relativ gut abgesichert sind hier. Aber ich habe die Bilder gesehen von Niederösterreich, vom Burgenland. Das war schon sehr, sehr, sehr extrem. Das war schon sehr, 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 sehr extrem. Das sind wirklich welche. Das sind wirklich welche. Guck dir das mal an. Na gut, dann wissen wir zumindest mal. Deswegen, lieber Kratos, alles Gute wünsche ich dir und danke dir auf jeden Fall für deine Hilfe in diesen Zeiten. So, komm, scheiß drauf. Was soll denn da großartig schiefgehen? So sieht's nämlich aus hier. So, aber jetzt frage ich mich wirklich schon langsam, was haben wir noch zu tun? Halten Sie die Flussüberquerung für mindestens 20 Minuten. Und das Regiment muss an unser Ufer gelangen. Okay, wir müssen also mit dem da rüberfahren, irgendwie. Oder sind da auch noch welche? Gut, ich werde mal kurz mit ihm darüber gehen. Einfach nur mal um zu gucken. Aha. Координаты получены. Okay, keine Ahnung, wo der gerade war. Da. Na dann legt los. So, und so breitet sich die Front nämlich aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann würde ich gerne mal bis dahin und dann gerne schauen, ob sich das jetzt hier von Haus aus zurückzieht oder nicht. Приказ понятен.
Denn wenn nicht, könnte das einerseits heißen, dass da tatsächlich noch Truppen im Wald sind. Oder dass wir einfach bis ganz nach da hinten zurück müssen, um eben den Kessel so zu schließen. Aber wo da jetzt noch so viele versteckt sein können? Normalerweise war die Mission immer schon früher aus von den bisherigen Missionen. Okay, jetzt haben wir's. Das 67. Panzerregiment muss über den Fluss an unser Ufer gelangen. Das heißt, wir müssen irgendwie hier rüber. Aber das wird sehr, sehr schwer werden. Kann ich mir vorstellen. Gut, fahren wir mit denen mal davor. Weil viel bleibt da nicht mehr übrig. Wir können theoretisch diesen Bombertrupp und die Leute hier auch wieder rausholen. Aus dem Gebäude. Weil auch das bringt ja nichts, wenn die noch dort bleiben. Hoppla. Ah! Natürlich haben die sich wieder eine Stellung gebaut. Irgendwo am Ende. Sehr gut. Sehr gut. So! Und jetzt guck mal einer an. Das gesamte Spielfeld gehört uns. Und wie zum Teufel sollen wir jetzt darüber? Das geht doch gar nicht. Ah, es würde vielleicht funktionieren. Dort drüben, wo auch die anderen Panzer rübergefahren sind. Vielleicht hier nämlich. Guck mal, da ist nämlich so eine kleine Sandbank. Genau, da würden wir nämlich rüberkommen. Alles klar. Dann ist es das, was uns noch gefehlt hat. Okay, die stehen, glaube ich, ein bisschen im Weg gerade. Dass die nämlich auf die andere Seite kommen, das ist uns, was uns gefehlt hat. Alles klar, aber man sieht da unten auf der Karte. Wir haben alle eliminiert. Alle, jeden Einzelnen. Die Karte ist leer geräumt, Freunde. So. Und mit denen fahren wir auch darüber. Muss an unser Ufer gelangen. Mittlerweile sind beide Ufer an unserer Seite. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Boah, das hätte ich nicht gedacht, dass wir das wirklich schaffen. Jeden Einzelnen hier auseinanderzunehmen. Cool. Und es ist wirklich keiner mehr hier, sonst hätten wir ja irgendwo noch so eine Feindmarkierung. Außer, da kommt jetzt noch der dritte Teil der Mission. Vielleicht wären ja die Fallschirmjäger vom Rand noch hergekommen, die wir mittlerweile alle eliminiert haben. So, das dauert natürlich ein Weilchen, bis die da drüben ankommen. Aha. Na, ich hoffe, das haut halbwegs hin. Ich habe keine Ahnung, was die da machen. Es wundert mich, dass diese Mission noch existiert. Halten Sie die Flussüberquerung für 20 Minuten. Es kann nichts mehr passieren. Die Deutschen sind weg. Und wir sind alle hier. Wohin sollen wir denn mit den Panzern? Muss über den Fluss an unser Ufer gelangen. Hä? Wir sind doch da. Ah, Missionsziel abgeschlossen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. I'm so glad to see you, Alexander Parfenovich. To tell the truth, I thought no one from that side would survive. I want to thank you, Lieutenant. If not for your company tanks, none of us would be super. Here. Oh, fuck. By the way, comrade correspondent, meet Grigory Peneshko, recon tankman. I'm sure you'll hear about him again, more than once. Very pleased Achtung. To meet you, comrade lieutenant. If you don't mind, I will take a photo of your crew in front of the tank. For history. Lieutenant, can you hear me? If Sidney got across the river, move with his tanks to Ticha. Copy that, comrade colonel. Let's move immediately, before the Germans start their bombing run. Alter Falter! Ziehen Sie sich geordnet zurück! Ich hätte nicht gedacht, dass da noch jemand kommen wird. Krass!
Und die nehmen uns gerade hier tatsächlich noch ein bisschen mit. Ich hätte nicht gedacht, dass da noch eine Mission kommt, Freunde. Schau mal, da kommt tatsächlich noch ein Panzer. Okay, ziehen wir uns zurück. Ziehen wir uns zurück, Freunde. Ziehen wir uns zurück. Denn ich habe das Gefühl, jetzt kommen hier so viele, dass wir mit denen gar nicht mehr klarkommen werden. Guck dir das mal an. Wer hätte sich das gedacht? Wer hätte sich das gedacht? Ich hoffe nur, wir müssen nicht mit allen Truppen uns hier zurückziehen. Nein! Der ist weg. Wer hätte sich das gedacht, dass die tatsächlich nochmal zurückkommen? Wir haben die ganze Map aufgedeckt gerade. Oh Gott, ich hoffe, wir müssen nicht mit allen Truppen uns hier zurückziehen, sonst haben wir ein Problem. Und stelle ich mich jetzt mal hier auf. Okay, die fahren da ein bisschen den Stuss gerade zusammen. Alle schauen in diese Richtung. Alle bauen sich bitte ein. Da hole ich sogar noch ein paar auf Reserve, wenn es so, läuft wie gerade. Und dann gucken wir mal, vielleicht müssen wir tatsächlich mit allen hier hin. Ich weiß es gar nicht. Aber dann ist gut, dass wir die Leute noch hier haben. Dann können wir jetzt nämlich mit dem Bombertrupp das hier bemannen und mit dem Schützentrupp das hier bemannen und dann kann es losgehen. Ziehen Sie sich geordnet zurück. Ich muss jetzt mit allen Leuten mich da zurückziehen. Oder wie? Worauf läuft das hinaus? Guck mal, die holen sich das wieder. Gut, den Mörser kann ich theoretisch mal abbauen. Wo ist denn der überhaupt? So. Stellung befestigen, bam, bam. Bam, bam. Zamaskirovan, значит жив. Boah, ich hoffe, wir müssen uns jetzt nicht mit denen auch noch zurück, weil sonst haben wir ein bisschen ein Problem. Wohin greifen die denn an? Greifen die überhaupt an? Ich glaube, die greifen gar nicht an gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen jetzt mit allen Leuten da nach hinten zurückgehen, oder wie? Na gut, die müssen aber das Geschütz nicht mitnehmen. Dann versammeln wir halt mal alle hier. Na, ich bin ja gespannt. Ziehen Sie sich geordnet zurück. So heißt die Mission. Vielleicht müssen wir tatsächlich mit allen Truppen, die wir haben, uns hier zurückziehen. Aber ich lasse die einen auf jeden Fall mal da hinten. Bei der Panzerabwehrkanone. Falls das da doch ausartet, und ich werde mal speichern, sicherheitshalber. Dass wir zumindest noch irgendjemanden haben, der sich wehren kann.
Und ansonsten gehen wir halt mit allen unseren Truppen zurück. So, der deckt jetzt hier gerade alles auf. Naja, so viele scheinen die gar nicht mehr zu haben, wenn ich ehrlich bin. Da ist noch einer. Das ist alles? Mehr als den haben die nicht? Боевая готовность. Aber nicht fahren jetzt, Freunde, nur schießen. Ja gut, ist schon wieder weg. Hat sich schon erübrigt. So, der Trupp ist mittlerweile auch hier angekommen. Sieben Stück sind das sogar. Ah ja, natürlich. So, dann kommen die auch darüber. Und dann bleiben tatsächlich nur die dort hinten übrig. Wir können ja mal spaßhalber versuchen zu schießen. Aber nur mal, um zu gucken, wie gut das funktionieren würde. Na, die schießen aber gar nicht. Vielleicht, weil sie nur zu 5 sind und nicht zu 6. Muss ich tatsächlich mit all denen nach da hinten? Reicht das nicht, wenn der Großteil hier ist? Hm. Ich meine, das dauert nicht unbedingt lang. Man sieht ja, wie schnell man hier eigentlich wieder zurück ist. Aber so wie es aussieht, müssen tatsächlich die Truppen alle hier versammelt werden. Egal, wo sie waren. Interessant. So schön haben wir das gemacht da drüben. So schön haben wir die ganze Karte aufgedeckt. Und jetzt plötzlich war das immer noch nicht genug. Schauen wir mal, wenn die jetzt hier eintreffen, vielleicht ist die Mission dann tatsächlich zu Ende. Vielleicht, wenn ich mal den Mörser hier abbaue. Und die zwei auch noch da hinten holen. Weil das jetzt darum geht, mit jedem Panzer hier hinzukommen, das hat ja auch keinen Sinn, weil wir haben ja drei nicht mehr. Ja. Hat funktioniert. Alles klar. Ich wollte nämlich gerade sagen, jetzt müssen wir, glaube ich, tatsächlich die da drüben auch holen. Aber das ist gar nicht der Fall. Es hat funktioniert. Wir haben es geschafft, auch wenn es lange gedauert hat. Und zwar länger, als wie wenn wir auch schon am Anfang so gespielt hätten, wie jetzt gerade nämlich ein bisschen offensiver. Ich habe immer so viel Schiss, dass ich irgendwo unsere Leute verliere, dass ich die Panzer verliere, dass wir dann gar keine mehr haben und dann irgendwie von ganz von vorne anfangen müssen. Das ist immer so der Hintergedanke, den ich habe, denn der kann leicht in die Tat umgesetzt werden, wenn wir hier auf Episch spielen. Und genau das tun wir, auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Aber mit diesen unkonventionellen Methoden funktioniert es zum Glück trotzdem irgendwie. Und wir haben diese Mission geschafft, haben gerade eben die gesamte Karte aufgedeckt. Aber natürlich, wie soll es auch anders sein, die Deutschen haben sich wieder einen Teil zurückgeholt, aber wir mussten nichts anderes tun, als uns einfach nur zurückziehen. Der Gegenangriff des 8. mechanisierten Korps in Richtung Dubno fand unter sehr schwierigen Bedingungen statt. Mehrere deutsche Infanterie- und Panzerdivisionen drängten im Dreieck Lutsk-Brudo. Huch, okay, hätte ich gar nicht anfangen müssen zu lesen. Na gut, dann sind wir eben wieder hier beim Hauptmenü und können uns jetzt mal anschauen, wie wir hier gekämpft haben. Das ist das KI, das 5. Pionierbataillon. Und das hat insgesamt 177 feindliche Soldaten getötet und nur 79 eigene verloren. Sehr gut gemacht. Es hat auch insgesamt 7 Fahrzeuge eliminiert und nur ein einziges verloren. Sehr gut gemacht. Das hat man vor allem gesehen am Anfang, als wir dieses Flussufer das erste Mal gesehen haben, wie es dort abging, wie die Panzer in die Luft geschossen haben, wo unsere noch gar nicht da waren. Die sind wirklich, wirklich gut. Dann haben sie insgesamt 23.673 Schaden am Feind ausgeübt, 241 Punkte gesammelt und 964 Erfahrungspunkte. Und dann kamen wir mit dem ersten Panzerregiment. Wir haben 270 feindliche Soldaten eliminiert und 37 unserer eigenen verloren. Und genau das ist es. Wir haben 37 Soldaten von unseren Soldaten verloren. Wir hätten wahrscheinlich noch so um die 50 auf Reserve gehabt, aber ich will nicht die Reserve komplett aufbrauchen. Das ist es, warum ich immer ein bisschen vorsichtiger spiele, warum vielleicht dann auch manche Runden etwas länger dauern, als wenn man hier ein bisschen offensiver spielen würde. Nichtsdestotrotz, wir haben es gemeistert
auf die unkonventionelle Art und Weise. Außerdem haben wir 33 feindliche Panzer eliminiert. 33 Fahrzeuge. Da fallen wahrscheinlich auch die kleineren darunter, die schnellen Geländewagen. Und 7 eigene verloren. Wir haben 42.712 Schaden am Feind zugefügt. Fast doppelt so viel wie die KI. Sehr gut. 602 Punkte gesammelt und 888 Erfahrungspunkte. Sehr schön, sehr schön. Und dann switchen wir auf die Seite von Team B, nämlich die KI, die auch im 5. Pionierbataillon angeblich war, aber wir haben ja gesehen, das ist das 24. Bataillon. Und die haben 116 Soldaten von unserer Seite getötet und 460 eigene verloren. Also ein haushoher Sieg für uns. Sie haben 8 Fahrzeuge von unseren getötet, nämlich 7 von uns und 1 von den anderen, von der KI, und 44 eigene verloren. 20.000 Schaden circa an uns angerichtet und 500 Erfahrungspunkte gesammelt. Aber das hat schon wirklich, wirklich gut funktioniert für uns, auch wenn es etwas länger gedauert hat, summa summarum. Hier nochmal die persönliche Punktzahl von unseren Fahrzeugen und da sieht man, der BT-7 hat ordentlich viel Schaden angerichtet. 10.413, der war definitiv unsere beste Waffe in dieser Runde mit einer 109%igen Effizienz. Sehr gut. 5 haben wir beschwört, 4 haben wir verloren, aber man sieht, der war dauerhaft im Kampf. Dann kommen auch schon die Schützen, die haben 6.418 Schaden angerichtet. Auch ziemlich viel, wenn wir ehrlich sind, für das, dass die einfach nur so unterwegs waren. Wahrscheinlich auch deswegen. Erinnert ihr euch an den Zangenangriff der Deutschen? Als die von unten links und rechts angegriffen haben, haben wir auf einer Seite nur die Panzer hingestellt und auf der anderen Seite haben wir unsere Schützen platziert. Auch dort hätten wir das wahrscheinlich ganz anders lösen können, wenn wir nicht immer versucht hätten, mit unseren Panzern dort lebendig rauszukommen, sondern einfach die so weit zurückzuhalten, wie es geht und dann einfach neue spawnen zu lassen. Werde ich mir definitiv merken für die nächsten Runden, für die nächsten Missionen dann, aber da war ich wohl wieder ein bisschen zu übervorsichtig und die Schützen haben auf einer Seite stehen gehabt und ich vermute mal, da haben die ordentlich viel Schaden zugefügt, denn von der einen Seite kamen ja sogar nur normale Soldaten. Dann der T-34, das ist glaube ich einer von denen auf der anderen Seite gerade eben, 6000 Schaden zugefügt, auch der irrsinnig gut unterwegs, der T-28, 5700, der BT-7A, einer der besten Panzer, die wir hatten, der ordentlich aufgeräumt hat, 5000 Schaden mit einer 211%igen Effizienz, sehr gut, der T-26, auch einer von der besseren Sorte mit einer 249%igen Effizienz und der Zar Rodinu, auch der beste Panzer, den wir, glaube ich, komplett in unserem Arsenal haben. Den haben wir eigentlich eher vernachlässigt, der hat da drüben ein bisschen rumgeschossen und das war's dann mit 2911 Schaden und einer 83%igen Effizienz. Das Flakgeschütz hat immerhin ein bisschen Schaden gemacht. Lang gehabt haben wir es ja nicht, das ist ziemlich schnell down gegangen, egal wo wir es platziert haben, ob links, rechts, mittig, völlig egal, das Flakgeschütz war ziemlich schnell down, aber hat immerhin 718 Schaden gemacht, immerhin etwas. Dann der T-40, naja, nicht wirklich viel, 607 Schaden, das war eigentlich eher so ein Mittelmaß, der hat uns ein paar Mal den Arsch gerettet, aber das war's dann auch. Der Bombertrupp mit 264 Schaden, die Artilleristen mit 112, die Panzerbesatzung mit 54 und eben dann die anderen Fahrzeuge. Einerseits haben wir da unten den 10,5 cm, das ist die riesige Artillerie, die wir da drüben gerade gehabt haben, die ich zur Not nochmal besetzt habe und andererseits der BA-20, das aber einfach nur als Transportmittel größtenteils dient hat zwar ein Geschütz, aber mit dem haben wir nicht wirklich viel angefangen. Also, summa summarum hat das schon ganz gut funktioniert. Wie schaut's aus bei den Feinden? Da waren die Schützen ganz gut dabei. Mit 8786 Schaden, 80 davon haben wir getötet oder haben sie getötet? Ich glaube, sie haben 80 getötet. Die Panzerbesatzung, gar nicht der Panzer selbst, die Panzerbesatzung, diejenigen, die ausgestiegen sind, als der Panzer im Arsch war, haben 5500 Schaden gemacht. Die Fallschirmjäger sind Fallschirmjäger, das sind nicht nur die Fallschirmjäger, die mit dem Flugzeug, oder ist die Junkers hier anders? Ne, die sollte theoretisch bei denen auch dabei sein, oder? Die hat auch Schaden zugefügt, zumindest der KI. Auf jeden Fall die Fallschirmjäger, die überall postiert waren am Rand der Karte, haben
5150 Schaden gemacht, also auch ziemlich viel. Dann die Artilleristen mit knappe 3000, die MP-Infanteristen mit auch knappen 3000 und dann erst kommen die Panzerwagen. Da sieht man mal, die waren definitiv auf Infanterie ausgelegt. Dann erst kommen die Panzerwagen, nämlich der 35 Tonnen, Panzerwagen 4 Ausführung E, Panzerwagen 3 Ausführung J, Panzerwagen 3F. Dann kommen die Panzerwagen, die alle so circa 2 bis 2500 Schaden zugefügt haben und irgendwann da unten dann eben der Rest von den Panzerwagen. Guck mal, der hat nur einen 1000er Schaden gemacht, die hier haben überhaupt nur 826 Schaden gemacht und die hier 300 und das war's dann. Also das war ja wirklich, wirklich wenig, die hier überhaupt nichts. Wir haben zwei erbeutet davon, das hat super funktioniert. Ja, ich würde sagen, auch wenn das Ganze eben wie gesagt ein bisschen länger gedauert hat als geplant, Bewertung Punkte minus, Einheiten und Regimentstatistik minus, hä? Was soll das heißen? Fortschreiten der Aufgaben, Teilnahme, Schaden am Feind? Ich gehe mal schnell hier hin. So, erledigt, erledigt. Die Belohnungen nehmen wir uns natürlich. So, und dann können wir theoretisch hier hin. Rein in die Kampagne zum vereitelten Blitzkrieg und sehen schon mal, was als nächstes auf uns zukommt. Nämlich die Überwindung von Schwierigkeiten. Also ob das gerade eben noch nicht schwierig genug gewesen wäre. Das ist die nächste Mission, die wir bestreiten werden. Im vereitelten Blitzkrieg in der Kampagne von der UdSSR. Ich bin froh, dass wir Panzer greift an endlich hinter uns haben. Es war eine hammermäßig schwere Mission, definitiv. Man hätte, wenn man vielleicht ein bisschen offensiver spielt, das Ganze schon etwas früher lösen können. Da sage ich nicht nein dazu. Nichtsdestotrotz, es hatte super gut funktioniert zum Schluss, wenn wir uns auch zwischendrin haben ein bisschen neu positionieren müssen. Wir haben ja einmal nochmal ein bisschen weiter von vorne angefangen, aber nichtsdestotrotz, es hat gut funktioniert und ich werde mir das definitiv mitnehmen in die nächsten Missionen, dass ich etwas offensiver vorgehe und vielleicht auch ein bisschen schleißiger bin mit den Ressourcen, die wir haben und nicht versuche, unbedingt jeden Panzer zu retten, denn wir haben immer noch einige auf Reserve. Gucken wir mal. Ich hoffe, das wird funktionieren und dann machen wir beim nächsten Mal weiter beim Überwinden von Schwierigkeiten.